Hallo und willkommen zurück bei Katschelator. Nach dieser merkwürdigen Vorführung eines Tanzes und dem Bananasong. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Hä? Außer dass ein Schiff vor Anker liegt. So, Vincent, es gibt mir keine Tipps mehr, sonst wird's zu easy. Auf für Tipps zu geben. Captain. Ahoi, Matrose, kannst hier festhieven. Eine scharfe, mitwärtige Brise bläht unser Segel auf. Zum Glück, sonst müssten wir den Schiffszwieback aufholen beim Klabarermann. Wie bitte? Oh, entschuldige bitte, ich hab dich für einen Seemann gehalten. Für einen Seemann? Wieso? Es liegt am Schnitt deines sehr nautischen, glockenförmigen Mandels. Ich, ein Seemann? Ich werde schon auf feuchtem Pflaster seekrank. Ich kenne nicht mal den Unterschied zwischen Backbord und Steuerbord. Hauptsache, du bist an Bord. Ja, Hauptsache, er ist an Bord. Nee, dabei bin ich mit meinem Latein am Ende. Jetzt schon? Lassen wir das Seemannsgarn und so mal beiseite. Hast du bei deinen Reisen Gelegenheit, interessante Orte zu besuchen? Ei, Junge, ei! Wir segeln zum sonnigen Kontinent 4X. Dort gibt's Sonne, Wellen, Sand, Sonne, Wellen, Garnelen, Sand, Sonne, noch mehr Wellen, noch viel mehr Sonne. Und aus irgendeinem Grund recht beharrliche Witze über Schafe. Ja, das mit den Schafen sollten wir einfach mal vergessen. Ja, ich wünschte, ich könnte das. Meine Güte, kannst du mich bei deiner nächsten Reise mitnehmen? Das geht leider nicht, mein alter Möchtegern Schiffskamerad. Ich befördere nur die lebenden Toten. So lautet die Vereinbarung. Oh, sei ein guter Junge und nimm auf Onkel Buschbarts Knie Platz. Dann erzähle ich dir vom Meer. Verdammt, ich meine vom Meer. Nein, nein, schon gut. Ich schlage vor, du suchst dir ein gemütliches Plätzchen und trinkst ein wenig Steuerbord. Lol. Ein Schiff nach fernen Breiten. Das brauche ich. Aber bei den Göttern, wie gelange ich an Bord? Oh nein. Oh, ich vermute unsere Aufgabe. Wir müssen aufs Schiff gelangen, um Tod zu finden. Okay. Lebende Toten, also wir müssen tot sein. Lebendig tot. Okay. Okay, wie machen wir das? So sieht man sich wieder. Er sagt? Ja, er sagt Folgendes. Was stehst du hier herum, während der ganze Kosmos den Abort runterrutscht? Hey, ich hab jetzt den Dreh raus. Erstaunlich. Nach 20 Jahren Schule ist man schließlich imstande, mit einer Ratte zu reden. Deine Mutter ist bestimmt sehr stolz auf dich, wenn du überhaupt eine hast. Ist das nicht die Hexe gewesen? Also in dem Film ist immer eine Hexe ein Rabe. Hey, sieht aus wie mein Hausarzt, lustigerweise. Interessant. Er sieht sogar echt aus wie mein Hausarzt. Sehr interessant, das macht mir Angst. Hallo, ein Toter. Komm herein, komm herein. Hier mit ähnlicher Stimme? Ruhe verwesen. Ich bin nicht tot, wollte nur freundlich sein. Bist du nicht mal ein bisschen tot? Schwinden dir nicht die Kräfte? Kein quälender Husten? Hast du weder irgendwelche Zuckungen noch Fieber? Das kann doch nicht so viel der Mühe sein, oder? Tut mir leid. Schade. Heutzutage macht die Arbeit überhaupt keinen Spaß mehr. Da kann ich nur sagen, Wolfgang, wenn du zusiehst, ich habe deinen Zwillingsbruder gefunden in Form eines Leichenbestatters. Du wunderbarer Arzt. Mit fast ähnlicher Stimme. Gruselig. Siehst du denn nicht, dass diese Frau noch lebt? Ach, glaubst du, das beurteilen zu können? Sie ist nicht tot, sieh sie doch nur an. Oh, ich verstehe. Du bist ein Experte, wie? Und das ist deine Expertenmeinung, stimmt's? Bist ein Experte fürs Lebendigsein, was?
Ja. Ich schätze, das ist heute jeder. Da liegt das Problem mit diesem Job. Man kann keinen Respekt gewinnen. Worin besteht sie, deine Arbeit? Nun, ich stelle Totenscheine aus. Mir verdanken es die Toten, dass sie offiziell tot sind, sozusagen. Können wir nicht zulassen, dass die Leute lebendig begraben werden. Da bin ich ganz deiner Ansicht. Auf dem Friedhof ginge es drunter und drüber. Ich bekäme es mit allen Untoten zu tun. Lebende in einem für Tote reservierten Bereich, Missbrauch von Gelände und so, sind sehr empfindlich, die Untoten. Warum regen sie sich so auf? Nun, sie sind schon seit einer ganzen Weile dort. Der Epidemiekram geht ihnen erheblich gegen den Strich. Wenn man ein hübsches Grab hat, mit gutem Ausblick, Terrasse und Grillecke, nun, dann freut man sich nicht gerade über die Ankunft von Neuankömmlingen. Ist doch ganz klar. Ja? Nun, wenigstens sind sie billig. Wenn ich todmüde bin, könnte ich hier ein Nickerchen machen. Also, ich muss tot... Oh, ich habe eine Idee. Auch wenn vielleicht der Totensammler dasselbe sagen könnte. Holt eure Toten hervor! Luxus! Ja, kennen wir. Kennen wir. Ja. Frage? Wohin bringst du die Leichen? Nun, und aber jetzt? Ja. Nun, zunächst einmal, du musst tot sein. Und ja. Für diese Saison ist bereits alles... Sollte? Ja, unsere... Wieso? Wie? Warum? Ein, das ist... Man braucht also einen Totenschein für die Reise ins Ausland? Eigentlich ist der Tod ein geringer Preis dafür, diesen Ort zu verlassen und woanders ein neues Leben zu beginnen. Wir brauchen einen Totenschein. Also da haben wir schon mal unsere Aufgabe. Wir kriegen jetzt einen Totenschein. Ich würde mal behaupten, von ihm. Ja, Death. Wie wird man hier für tot erklärt? Ganz einfach. Leg dich dort auf den Tisch. Wenn ein kalter Spiegel nicht mit deinem Atem beschlägt... Und wenn sich kein Puls feststellen lässt, dann können wir dich reinen Gewissens für verstorben erklären. Gilt das auch für Leute, die noch immer umhergehen und reden? Seit einer Weile dürfen keine zu strengen Maßstäbe angelegt werden. Die gegenwärtige Situation verlangt nach Flexibilität bei den Definitionen. Kein Pull. Ein Holzarm. Sieht nicht sehr lebendig aus, oder? Fühlt sich hart an und hölzern. Gute Idee, aber noch ist es nicht... Okay. Das könnte funktionieren, ja. Das sollte ihn täuschen. Na schön, ich fühle mich ein bisschen tot und deshalb bin ich gekommen, um mich von dir untersuchen zu lassen. Oh, eine kluge Entscheidung. Er sieht echt aus wie mein Hausarzt. Wenn du mir diese Bemerkung gestattest. Was sowas von? Wir beginnen jetzt mit einigen Standardtests. Zuerst gilt es herauszufinden, ob dein Atem an einem Spiegel beschlägt. Schlechte Nachrichten, fürchte ich. Offenbar weilst du noch immer im Reich der Lebenden. Bist du sicher? Leider ja. Ich kann dir keine Hoffnung anbieten. Auf diese Weise könnte es für dich noch jahrelang weitergehen. Nun, dann muss ich mich wohl damit abfinden, am Leben zu sein. Mach dir nichts draus. Man weiß nie, was der nächste Tag bringt. Kopf hoch. Vielleicht hast du Glück und stirbst bald. Nur mein Hausarzt trägt keine, ja, violette Brille. Lassen wir ihn in Ruhe. Und das mit dem Spiegel, ja, ich weiß, wie es geht. Da weiß ich tatsächlich, wie es geht, dank Galileo. Ha, hätte gedacht, dass diese Sendung einmal von Nutzen sein kann. Lassen wir ihn in Ruhe. Ach, lauf mir nicht durchs Bild. Ernst, wer hätte gedacht, dass Galileo zu sehen irgendwann mal nützlich sein kann?
Das Eis. Eis, wenn dein Atem kalt ist, kann er nicht beschlagen. Kälte beschlägt nicht an Glas und Spiegel. Ich glaube, wir müssen uns beeilen, ne? Weil, ne? Ja. Gehen wir mal zurück. Ach, einfache Physik. Es ist so einfach, es ist so toll, es ist so wunderbar. Schatten 2. Und ja, ich mache immer Doppelklick, weil das Laufen mir immer zu lange dauert. Und mir langsam hinter weh tut, vom Sitzen. Oha, es schmilzt schon. Wenn er niedrige Körpertemperatur will, dann soll er niedrige Körpertemperatur bekommen. Kann man vorstellen, wie unangenehm das ist. Das sollte ihn täuschen. So sieht man sich wieder. Diesmal bin ich ziemlich sicher. Schon seit einer ganzen Weile fühle ich mich ein bisschen tot. Aber eben gewann ich den deutlichen Eindruck, endgültig ins Gras zu beißen. Wenn du mich noch einmal untersuchen könntest? Zuerst gilt es herauszufinden, ob dein Atem an einem Spiegel beschlägt. Schlechte Nachrichten, fürchte ich. Hm? Offenbar weilst du noch immer im Reich der Lebenden. Wie denn? Bist du sicher? Leider ja. Ich kann dir keine Hoffnung anbieten. Auf diese Weise könnte es für dich noch jahrelang weitergehen. Nun, man weiß, Kopf. Ah, ja, ich bemerke den Fehler. Lassen wir ihn in Ruhe. Wir haben sogar noch ein Stück Eis. Das könnte funktionieren. Ich hab den Fehler bemerkt. Ja, der Spiegel und ein Bunsenbrenner. Warum steht da wohl ein Bunsenbrenner? Wenn er niedrige Körper. Damit es nicht beschlägt, muss der Spiegel natürlich warm sein. Ha 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 ha. Das sollte ihn täuschen. Ja, das sollte jetzt funktionieren mit dem warmen Spiegel. So sieht man sich wieder. Diesmal bin ich. Aber eben, wenn du mich. Jetzt sollte es funktionieren. Zuerst gilt es herauszufinden, ob dein Atem an einem Spiegel beschlägt. So? Yes! Reich mir jetzt den Arm, damit ich den Puls überprüfen kann. Yes! Bisher sieht alles gut aus. Noch ein letzter Test. Deine Körpertemperatur. Hey, warte! Lass uns darüber reden! Wundervolle Neuigkeiten. Ja, wundervolle Neuigkeiten. Ja? Bin ich tot? Mausetot. Ja, Körpertemperatur. Endlich ein zufriedener Kunde. Nee, wohl, nee. Hier ist der Totenschein. Er berechtigt zu günstigen Tarifen in Bezug auf Grabsteine und Einbalsamieren. Außerdem hast du Anspruch auf gratis Getränke beim jährlichen Leichenbestatterball. Leichenbestatterball? Das klingt nicht nach viel Spaß. Oh, weißt du, es geht mächtig rund, sobald die alten Balsamierflüssigkeiten so richtig in Wallung geraten. Zum Schluss bringt's einen um. Aber das ist ja immer so, oder? Nun, ich wünsche dir einen netten Tod. Wende dich vertrauensvoll an mich, wenn ich irgendetwas für dich tun kann. Ja, ja, ich hab's mit dem Spiegel falsch gesagt. Ich hab's jetzt noch richtig kapiert. Das mit dem Spiegel funktioniert so, warm auf warm. Beschlägt nicht. Jetzt habe ich den Totenschein. Perfekt. Körpertemperatur, ja. Hm. 3 Tests. Wir haben's bestanden. Wir sind tot. Wir sind mausetot. Tot. Was muss ich jetzt mal ausprobieren? Moment. Ah, beschlägt nicht. Oh, ich hab's auch in meiner Wohnung sehr warm. Funktioniert tatsächlich. Beschlägt nicht.
Ja. Mein lieber Freund, ich bin tot. In Ordnung. Steig auf. Bald kannst du einen hübschen postmortalen Urlaub genießen. Habe ich denen vom Gepäck und den Grabbeigaben erzählt? Ich fürchte ja. Nun, man kann nicht alle Leute zum Lachen bringen. Eigentlich gelingt's mir bei kaum jemandem. Au. Aber wir sind tot. Ah, du Hohei und Ahoi, Matrose. Beim Klabautermann. Festhieven und an die Planken. Hör auf. Ich bitte dich, es ist authentisches, nautisches Kauderwelsch. Wir haben schon darüber gesprochen. Unsere geschäftliche Beziehung kann nur fortgesetzt werden, wenn du mit diesem Ahoi-Unsinn aufhörst. Es ist entwürdigend. Aber ich werde damit meiner Rolle gerecht. Nein, du weißt nur darauf hin, ein Idiot zu sein. Dies soll eine Seereise sein, keine Veranstaltung von Captain Seebärs lustigem Ferienclub. Wenn wir in See stechen, so müssen wir den üblichen Klischees von seefahrenden Leuten entsprechen, ne? Ist doch ganz klar. Du kannst mich nicht für die Vorstellung unserer Kunden verantwortlich machen. Sie erwarten sowas. Ohne den Hüf, den großbraffen Kram, halten sie einen ja nicht für echt. In meinem Geschäft kommt es sehr auf Mundpropaganda an. Mundpropaganda? Deine Passagiere sind tot? Ja, na schön. Bring sie an Bord und damit hat er sich. Wie bitte? Nix, ich hab mich nur geräuspert. Irgendetwas an dir ist seltsam. Wow, Hollywood. Als ich durch die Paradiesstraße ging, sang ich Heyo beim Klabautermann, traf ich dort ein freches, junges Ding. Oh, lass mich mal an die Schafe ran. Verdammt. Hallo, wie wär's mit einer Tasse Tee, hochverehrter Seebär? Das ist der Geist von Captain Lavendelbord. Kommt direkt vom Meeresgrund. Rette sich, wer kann. Frauen und unerschrockene Seebären zuerst. Ich begegne mehr Verrückten, als der reine Zufall erlaubt. Wie dem auch sei, offenbar habe ich jetzt das Kommando. Hast du. Schöne Welt. Ja, wir haben ein Schiff. Interessant. Ist klar. Da war ein Hut mit Korken. Oh mein Gott. Und da ist er tot. Du, da bist du und stinkfaul, wie ich sehe. Komm, steh auf und zurück an die Arbeit. Es herrscht das reinste Chaos. Nein, mir gefällt es hier. Hier kann man sich prächtig entspannen. Sonne, Meer und Garnelen. Wie ich sehe, hat die Sonne dich hübsch gebleicht. Komm jetzt, wir kehren heim. Nein, ich kehre nicht zurück. Ich habe mich für sie zu Tode geschuftet und zum Dank hassen sie mich alle. Man hasst dich? Und wenn schon? Du bist der Tod. Du solltest über solchen Dingen stehen. Du passierst einfach. Ich möchte mehr vom Leben. Ein bisschen Popularität. Ist das zu viel verlangt? Ich arbeite hart für alle. Und bedanken sich die Leute dafür? Nein.
Sie sollen sich bedanken? Fürs Sterben? Wenn ich dir verspreche, dich populär zu machen, kommst du dann mit mir zurück? Die Leute werden mich mögen. Versprichst du mir das? Ehrenwort. Wenn ich dich enttäusche, kannst du mich beruflich besuchen. Abgemacht? Na schön, aber nur, wenn ich das Gefühl habe, willkommen zu sein. Ich weiß schon, wie wir die Botschaft ins Denken und Fühlen der Leute bringen, mein fürchterlicher Freund. Hast du jemals etwas von den sogenannten Klickern gehört? Oh Gott. Ein Klicker, meinst du? Um eine legendäre Gestalt populärer zu machen? Das ist eine ziemliche Herausforderung, mit der moderne Marketingstrategien eigentlich fertig werden sollten. Überlass es dem guten alten Schnapper. Na schön, aber es darf nicht an Integrität fehlen. Sorg dafür, dass alles schön wird. Schön? Oh, natürlich. Ich kümmere mich um alles für die Hälfte der Einnahmen und damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Erzähl mir jetzt von den Talenten, die du gefunden hast. Deine Hauptdarstellerin, hat sie ordentliche Oberweite? Nein. Oh, also eine Dürre, wie? Rank und schlank, was? Nun, das mit der Magerkeit stimmt, ja. Dann weiß ich schon Bescheid. Die Story ist bereits klar. Arbeite tagsüber als Schiffszimmermann drüben bei den Docks. Schweiß, 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 Holzspäne, knappes halb zerrissenes Hemd. Und tanzt jeden Abend in einem exotischen Nachtclub. Wir fügen Ton hinzu und der Erfolg ist garantiert. Ein Schiffszimmermann, der abends in einem Nachtclub tanzt. Wofür hältst du das Publikum eigentlich? Ich halte es für fähig, pro Kopf einen halben Ankh-Morpork-Dollar Eintritt zu bezahlen. Daran gibt es doch nichts auszusetzen, oder? Ich bin mir nur nicht sicher, ob mein Hauptdarsteller einen überzeugenden Nachtclub-Tänzer abgibt. Ich meine in Hinsicht auf das Geschlecht und so. Es handelt sich um einen Mann? Nun, ich glaube schon. Es lässt sich nur schwer feststellen. Man sieht nach dem Becken, nicht wahr? Ihr Zauberer solltet mehr unter die Leute gehen, dann blieben euch gewisse Probleme erspart. Ich sage dir, wir können alles verkaufen. Es kommt nur auf die richtige Marketingstrategie an. Du kennst das Produkt, diesen Teil überlasse ich dir. Wir brauchen drei Dinge für den Erfolg. Darauf hast du die ganze Zeit über gewartet, nicht wahr? Nein. Du hast dich bestimmt regelrecht danach gesehnt. Nein. Stimmt's? Zuerst und vor allem brauchen wir eine hinreißend schöne Frau. Und zwar für den Presserummel. Zweitens benötigen wir eine eingängige Melodie für den Soundtrack. Und dann wäre da noch die Begleitprodukte, auch Krimskrams genannt. Damit kann man ganz schön absahnen. Besorg mir diese drei Dinge, dann ist der Film überhaupt kein Problem. Eine hinreißend schöne Frau, eine eingängige Melodie und Krimskrams. Es ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass du jene Dinge selbst besorgst, oder? In der Tat, welcher Narr würde seine kostbare Freizeit für so etwas opfern? Wer ließe sich von dummen, undankbaren Leuten beauftragen, nach irgendwelchen blödsinnigen Dingen zu suchen? Man müsste wirklich ein Idiot sein, nicht wahr? Na schön, wir sehen uns bald wieder. Wurde ich gerade beleidigt? Nimm Axt, öffne Tür, töte Drachen. Warum wurde ich nicht in der Epoche der Text-Adventures geboren? Tod, alter Knabe, wir machen dich zu einem Star. Wurde ich gerade beleidigt? Als dummer Idiot, der Ding hinterher sucht? Ernst? Wurde ich jetzt wirklich beleidigt? Wirklich? Schau mal über die Rente Welt. Oh, Truhe kommt sogar mit. Oh. Gib mir her. Das soll wohl ein Witz sein. Wozu brauche ich einen krummen Stock? Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Kastellate und Winswind, der dumm Ding hinterherjagt. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, fürs Dasein. Und tschüss.